Yo, Friends! Willkommen zurück bei Pokémon Blood Green. Brandy hier. Und in der letzten Folge haben wir uns den Weg da oben freigeräumt. Und ja, ich würde einfach mal sagen, wir gehen weiter unseren Weg. Als nächstes werden wir mit Fackel anfangen. Schauen, dass wir mit Fackel ein bisschen was Training machen. Trainer sind geborene Kämpfer, immer auf der Suche nach starken Gegnern. Da hat sie aber recht, die Dame. Wir sind tatsächlich immer auf der Suche nach starken Gegnern, da wir eben durch starke Gegner immer besser werden können. So, wir haben nur noch 3 Flammenwürfe. Das ist natürlich etwas suboptimaler. Hingegen haben wir noch einige Steinhagel-Attacken übrig. Verteidigung steigt, Spezialverteidigung steigt. In dem Fall würde sie das überleben. Das heißt, wir besitzen einen Zerschneider, der nicht so stark ist. Und setzen dann nochmal einen Steinhagel ein, da eben dieser Steinhagel dann tödlich enden wird. Taktik, Jungs, das ist es, was wir brauchen. Wir nähern uns langsam, aber sicher tatsächlich mal dem kompletten Ende, beziehungsweise dem vorzeitigen Ende, wenn wir es so wollen. Da eben unser Let's Play nur so lange geht, bis wir den ersten Durchlauf gemacht haben. Bei Blattgrün wohlgemerkt. Vielleicht werde ich auch irgendwann mal Feuerrot machen, aber dann halt mit beiden. Aber ich glaube weniger, da ich irgendwie... Ich weiß es nicht. Ich hab's jetzt durchgespielt, also noch nicht ganz, aber jetzt dann bald. Und ich finde, das ist schon mal war ganz gut für den Anfang, muss man schon sagen, finde ich. Also war jetzt in Ordnung. Erstes Pokémon Let's Play und das kann man schon so durchgehen lassen, finde ich. Deswegen werde ich da jetzt nicht groß rumhacken und nochmal eins machen fürs Erste, sondern ich gebe mich einfach zufrieden mit dem, was ich gemacht habe. Und stehe offen für Kritik natürlich von euch. Und das ist eine hässliche Attacke, weil die ziemlich wehtun kann. Hoffe einfach, dass ihr noch ein bisschen was an Feedback für mich habt. Und ja, das wäre es dann in dem Bereich gewesen fürs Pokémon Let's Play. Yugong, da werden wir auch gleich unser Funken auf 46 bringen. Das ist idealerweise das beste Pokémon natürlich. Ja, was soll man noch groß sagen zu diesem Let's Play? Vielleicht überlege ich es mir. Also ich lasse es erstmal so vorläufig offen. Ich habe jetzt auch extra dafür neue Thumbnails erstellen müssen, da wir ja über die 50er Marke drüber sind. Und da wir eben über diese 50er Marke drüber sind, habe ich mir jetzt nochmal so 15, 20, 30 neue Thumbnails gemacht. Vielleicht werde ich es dann auch irgendwann mal so machen, dass wir 2 Durchgänge machen quasi. Und also dass wir quasi nochmal weitermachen dann, da wo wir aufgehört haben mit dem Team. Und dann die anderen Islands machen noch und alle anderen Trainer noch besiegen und solche Sachen halt. Quasi nochmal die zweite Mal die Liga. Das allerdings ist noch, steht noch aus, da bin ich mir nicht so sicher, ob ich das machen möchte, da ich eben denke, dass es genug Möglichkeiten, sagen wir es mal so, gibt, ja, andere Let's Plays noch zu machen, also dass es jetzt quasi nicht so unbedingt gebunden ist an das. Und das war natürlich ein mega geiler Treffer von Täubchen, muss man schon sagen. Ja, gefällt mir. Alles klärchen. So, cool, du bist unbezwingbar. Ja, das sehe ich auch so. Ich bin auch eine richtige Rampensau. Wie viel fehlt denn Ling noch bis zum Level Up? 5000 ungefähr. Ja, ja. Oh, Schutz wirkt nicht mehr, das möchte ich dann doch nicht. Ich möchte natürlich den Schutz noch wirken haben. So, ich weiß gar nicht, wie ich das überstanden habe damals, ohne diese
das ist das. Ach so, das war nur eine Tüte. Es war nur eine Tüte, Dino. Okay, das ist quasi das, was da von reingeschoben wird. Okay. Das kann ich jetzt nach oben schieben. Und wenn wir wieder hier. Und dann hätten wir hier noch zwei Ast-Trainer. Die werden wir dann gleich noch machen. Gehört ja noch dazu. Gleich siehst du, wie gut du bist. Ich bin ziemlich gut. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Wie gut ihr seid, weiß ich noch nicht. Sehen wir auch gleich, würde ich sagen. Knofenser passt in unser Schema, muss man einfach sagen. Da wir idealerweise mit Täubchen anfangen, ist halt einfach perfekt für unseren Durchgang dieses Mal. Ultrigaria noch besser. Ich hoffe, du hast nur noch Pflanzen-Pokémon für diese Kämpfe hier, weil das würde unseren Täubchen definitiv gut tun, da unser Täubchen noch nicht 46 ist und der Rest aber schon. So. Ein Sarzenia hast du auch noch. Für Sarzenia werden wir mal Fliegen einsetzen, weil Fliegen etwas stärker ist, soweit ich mich erinnere. Und Sarzenia natürlich auch etwas mehr aushält, da es eben die ultimative Form ist von denen. So, jetzt bin ich gespannt. Ich glaub's nicht, dass es überlebt, aber tatsächlich, es schafft's. Na gut, Stachelspore. Ja, das hätte ich mir jetzt schon fast denken können, dass das passiert. Naja, du wirst sowieso eine Hypertrank oder so oder eine Top-Genesung benutzen. Ja, mal schauen. Täubchen ist natürlich paralysiert, was denn auch sonst? Was hätte das denn auch sonst sein sollen? Machen wir mal einen Hyperheiler. Zack! 45. Säure. Vergifte mich noch. Ein Volltreffer. Ja, was denn auch sonst? Als ob die mal nicht Volltreffer machen würden. So. Okay. Jetzt ist so die Frage, ob wir das jetzt schaffen, dieses Sarzenia anzugreifen, ohne dass es uns angreift. Und das tun wir. Sehr schön. Super duper. Und zack, 46. Sehr schön. Als nächstes kommt ein Parasect. Da werden wir unser Linglein gleich mal aufs Feldlein rufen. Ein bisschen Psystrahl hin und her schießen. Vielleicht ist das ja auch effektiv. Bin mir nicht ganz sicher. Könnte gut hinhauen. Nein, also nee, also es ist jetzt nicht gerade das Effektivste, aber das ist Giftpuder, das finde ich nicht so nett, muss ich dir ehrlich sagen, Parasect. Muss nicht sein, also schlaf du lieber noch ein bisschen. Da habe ich noch ein bisschen was anderes für dich, und zwar wie wäre es mit einem Windstößlein. Ja, das ist schon effektiver gegen dich, das habe ich schon gemerkt, das spüre ich jetzt schon. Das finde ich aber auch gut so. So, ein Paras, natürlich die schwächere Form. Ja. Die könnte man natürlich auch wegfegen mit einem Windstoß. Wenn wir denn Glück haben, was wir haben. Sehr schön. Das freut mich natürlich umso mehr. Das waren aber jetzt recht wenige. Das darf doch nicht wahr sein. Pff. Ja, das waren jetzt recht wenige EPs. So, in den nächsten Tagen werde ich mich dann ranmachen, Final Fantasy aufzunehmen. Da wir hier nur Auserwählte dürfen passieren, recht fix fertig sein werden. Ich denke mal, ja, wenn ich morgen anfange aufzunehmen, dann dürfte das Ganze eigentlich bis... Ja, morgen müsste es eigentlich fertig aufgenommen werden, dieses Pokémon Let's Play. Ist eigentlich eine gar nicht so schlechte Sache. Da ich einfach sag, ich mein, war noch mein Schlafpuder. Da ich einfach sag, das ist langsam Zeit, dieses Let's Play ist schon seit Monaten aktiv. Und es hat einfach verdient, auch ein Ende zu haben. Auch wenn ich gerne gemacht habe, muss ich ehrlich sagen, weil mir dieses Let's Play einiges geholfen hat beim, beim Quatschen. Also es ist ja so, ich war ja anfangs nicht so der verquatschte Typen. Gut, ich bin es eigentlich immer noch nicht so wirklich so, aber ein Volltreffer mach halt, sonst ich nicht. Aber ein bisschen bin ich's, finde ich. Also ich bin auf jeden Fall also mehr am Quatschen als wie früher. Und das finde ich ist schon, das habe ich schon diesem Let's Play jetzt zu verdanken, da eben fuck, das war nicht wichtig. Das war wichtig.
Dass der trifft, das ist jetzt schon wichtig. Komm. Jawohl. So, wir haben es eigentlich fast gar nicht geschafft, weiterzukommen in dieser Folge. Ziemlich erbärmlich, muss man eigentlich sagen, aber... naja, was soll ich sagen? Wayne Rooney, ich hoffe, der Gegner schläft noch eine Runde zusätzlich. Jawollo, dann hätten wir auch noch Kingler besiegt. Das war eine etwas schwerere Geburt, wie man sich das, also wie man sehen kann. Aber unser Ling erreicht sehr bald ein Level Up. Sehr bald. Wir werden jetzt mal tauschen auf Funke. Alle unsere Pokémon sind mittlerweile angeschlagen. Finde ich nicht so toll, aber wir sind ja bald hier raus, von daher ist das eigentlich kein Stress. Okay. So, jetzt bin ich gespannt, wie das hier wird. Das reicht super. Oh, ich habe mich übrigens für einen Laptop entschieden. Aber ich habe ihn mir noch nicht... Also ich werde ihn mir in den nächsten 2-3 Wochen auch irgendwann zulegen. Jetzt ist nur stellt sich bei mir nur noch die Frage, ob ich ihn mir bestellen werde oder ob ich ihn mir im Laden kaufe. Einen großen Unterschied macht es nicht, aber ein bisschen auf jeden Fall. Barriere, okay, ja, mach du nur. Spezialverteidigung sollte nur nicht steigen, der Rest ist mir egal. So, haben wir das aufgeklärt mit Tentoxa. Das müsste reich. Okay. Okay, so einer bist du also, Tentoxa. So einer bist du also. Müsste trotzdem jetzt reichen. So, und jetzt Ling Level 46. Bravour. So, als nächstes wird ein Seemon gerufen. Ja, das sprengen wir auch komplett in die Luft. Donnerblitz haben wir leider nicht mehr so oft. Das heißt, wir müssen auch langsam sparsamer werden mit diesen guten Attacken. Für Seemon reicht es, okay. Wenn jetzt ein Sepa kommen sollte, was ich nicht glaube, ein Turtok kommt, okay, da haben wir definitiv nochmal zwei Donnerblitze zu verwenden. Beziehungsweise eigentlich nur einer, weil gegen ein 53er hat auch ein einziger Donnerblitz gereicht. Ich bin gespannt. Aha. Alles klärchen. Aber er schenkt uns den Kampf, indem er hier anfängt, seinen Regentanz zu casten. Haben wir jetzt, muss ich sagen, sind wir dankbar, nehmen das an, dieses Geschenk, und beenden den Kampf auch, damit wir noch irgendwas schaffen in diesem Part, weil wir ja nicht sonderlich weit gekommen sind, muss ich leider sagen. Es ist leider peinlich, aber es ist wahr. So, wir werden uns jetzt erstmal heilen mit allem, was wir haben. Fackel muss ein bisschen geheilt werden, definitiv. Ling muss definitiv auch geheilt werden. Zauboga muss definitiv auch geheilt werden. Einmal ein Hyperheiler auf Zauboga-Line. Einmal ein Supertrunk auf Raichu. Und der Rest, das ist Peanuts, was die abbekommen haben. Deswegen muss man da erst gar nichts machen. So, wir werden auf jeden Fall mal wieder mal Lapras nach vorne stellen. Da alle auf 46 jetzt gekommen sind. So, jetzt sind wir hier, aber da kommen wir noch nicht rein. Okay, okay. Warum ist der Stein wieder da? Den habe ich doch verschoben. Ich weiß es nicht. Kann ich jetzt nicht sagen. Irgendwie komisch, aber naja. Bewegen wir ihn einfach nochmal. Dann haben wir das auch noch erledigt. So, jetzt können wir runter. Und jetzt müsste hier doch irgendwo ein Stein sein. Jawohl. Den müssen wir natürlich auch bewegen, damit wir da rankommen. Und wenn wir da rankommen, werden wir diesen Part jetzt dann auch beenden. So, jetzt ist die Frage, ob ich auch in die richtige Richtung den Stein bewege. Ja, das tue ich. Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Zack. Dann haben wir die Blockade beendet. So, müssen wir nochmal einen Top-Shot einsetzen. Ich glaube, noch so drei oder so werden wir definitiv benutzen. Oder zwei. Ah, jetzt sind wir schon bei diesen Zweien hier. Können an denen eigentlich schon im Prinzip vorbeigehen. Benutzen einfach mal die Stärke. Zack.
So, dann hätten wir das hier auch erledigt. Und ich mache einfach mal einen Cut für diese Folge, meine Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Chosen!